Willkommen zum vierten Tag der Maskottchen-Olympiade. Heute sind wir ganz traditionell beim Bogenschießen. Frankie, das Erdmännchen vom FSV Frankfurt, hat bereits den zweiten Pfeil abgeschossen. Und auch der dritte ist nicht schlecht, 21 Ringe. Da ist Frankie zufrieden. Jetzt der Namensvetter, wieder am Langbogen ebenfalls der Frankie, diesmal allerdings der Dinosaurier von Frankfurt Universe. Doch der erste Pfeil gleich nicht so gut, nur 3 Ringe. In der Mitte das Gelbe sind 9 bzw. 10 Punkte und diesmal nähert sich Frankie deutlich. Aber am Ende reicht es nicht, um seinen Namensvetter vom FSV Frankfurt einzuholen. Vielleicht kann es jetzt sein Vereinskollege besser machen, Tillmann, ebenfalls von den Footballern aus Frankfurt, ebenfalls von der Universe. Der Löwe hat einen leichten Linkstrahl, 19 Ringe für Tillmann, damit im Moment Platz 2. Weiter geht es mit dem Führenden in der Gesamtwertung, Karlchen, der Biber von der HSG Wetzlar. Und auch hier mit dem Bogen scheint er sich wohl zu fühlen. Ein ganz starkes Ergebnis. Am Ende sind es 24 Ringe für Karlchen. Damit wird es schwer, ihn von der Position ganz oben wegzubekommen. Karlchen feiert seinen Erfolg mit den Fans. Sigi von den Rollstuhlbasketballern der Manhattan Skywheelers, er im Moment auf Platz 3 der Gesamtwertung. Und das sieht technisch gut aus. Der Ellbogen hoch und gleich der beste Schuss des Tages. Eine glatte 9. Der zweite Pfeil nicht ganz so gut. Ins Blaue nur 6 Punkte, aber auch nicht schlecht. Aber es wird schwer, die Führung zu übernehmen. Das reicht nicht, aber nur ganz knapp. Sigi am Ende mit einem Ring weniger wie Karlchen auf dem zweiten Platz. Jetzt Vivi, der Biber von den Basketballern aus Hanau. Und der erste Pfeil schafft es nicht auf die Scheibe. Aber da kommt Sigi und steckt den Pfeil in die Zielscheibe einfach rein. Keiner hat's gesehen. Es zählt Fairplay im wahrsten Sinne des olympischen Geistes. Doch Vivi will natürlich auch selbst noch die Scheibe treffen. Und das geht doch jetzt deutlich besser. Und wie gut, sensationell, das wird sogar eine 10. Wenn der Pfeil die Linie berührt, reicht das, um gewertet zu werden. Vivi von den Hanau White Wings mit der 10 und insgesamt 21 Ringen. Im Moment Platz 3. Das kann jetzt nur noch einer besser machen. Speedy, die schnelle Biene von der HSG Sulzbach-Leidersbach. Und auch sie mit einem ersten starken Pfeil. Und auch der zweite nicht schlecht. Jetzt kommt es auf den dritten an. Oh, der geht weit raus und damit nur 19 Punkte für Speedy. Die Cheergirls von der Frankfurt Universe und dann die Siegerehrung. Karlchen von der HSG Wetzlar siegt im Bogenschießen mit einer ganz starken Leistung von 24 Ringen. Frankie vom FSV Frankfurt mit seinem ersten Platz auf dem Podium, punktgleich mit Vivi. In der Gesamtwertung kann sich Karlchen weiter vom Feld absetzen. Wilma, die bereits die zweite Disziplin verletzt pausieren musste, fällt weiter zurück. Morgen geht es wieder weiter mit der Maskottchen-Olympiade. Dann die Disziplin Eierlaufen.